Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute mal meine Glossybox vorstellen. Ich habe schon mal reingeschaut, sie ist auch schon ein paar Tage hier. Aber ja, ist jetzt heute mein erstes Video und das möchte ich jetzt echt mal ausprobieren, wie das so klappt und wie meine Webcam, die nicht die beste Qualität hat, überhaupt am Ende rüberkommt. Also verzeiht mir, wenn alles ein bisschen seltsam ist, denn ich jetzt auch nicht mich gleich hier vor der Kamera zeigen will. Ja, fangen wir einfach mal an mit dem Auspacken. Ich sag, es sind tolle Produkte drin, meiner Meinung nach. So. Die Mai-Edition ist es. Ich habe sie sogar wieder schön eingepackt extra für euch. Haben wir einmal die Karte. Das ist eine Selektion aus den persönlichen Beauty-Momenten. Das von der Arbeiter bei Glossybox oder der Mitarbeiter von Glossybox. Schleife auf. Papier weg. Und als erstes. So. Machen wir ein bisschen Platz, dass ich euch das alles auch mal zeigen kann. Zuallererst gab es diesmal als Goodie My Glossy Notes. So ein Notizheft, Blanko. Finde ich eine tolle Sache. Kann man immer gebrauchen. Ja, ich freue mich immer über zusätzliche Geschenke. Dann haben wir von Annemarie Börlind Aqua Nature revitalisierende Augenpads mit Soforteffekt. Es sind zwei Stück drin. Man hat ja auch zwei Augen. Kann man es ja nur hoffen, dass es zwei sind. Dann kann man es auch gleich testen. Oder man kann sich nachher natürlich den Unterschied an den Augen gleich anschauen. Ich sage euch auch gleich die Preise. Also dieses hier kostet das Originalprodukt mit sechs solchen Sachets. Kostet 24 Euro, das heißt, ein so ein Päckchen kostet 4 Euro. Als nächstes, was ich wirklich toll fand, wo ich mich wirklich darüber gefreut habe, ist der Jelly Pong Pong Lip Blush. Sorry, ich habe noch keine Ahnung, wie meine Kamera funktioniert, ob sie funktioniert und wie das nachher aussieht. Aber verzeiht mir, ich möchte es euch jetzt unbedingt mal zeigen. In einer sehr schönen, intensiven, roten Farbe. Dazu steht, fruchtige Farbe und gleichzeitige Pflege ohne den feuchtigkeitsspendenden Lipblush, der mit den Lippen verschmilzt und sie gleichzeitig wie ein Balsam pflegt, verlässt kaum eine Glossybox-Mitarbeiterin ihr Haus. Das Original ist ein Originalprodukt, kostet 15 Euro. Ich zeige euch das jetzt gerade mal, von der Farbe her. Ist wirklich sehr schön, eine total cremige Textur. Wo sind wir denn hier? Leider, das Licht ist total beschissen. Kann ich euch jetzt echt nicht wirklich viel zeigen. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Rot. Kommt viel dunkler rüber als alles, was ihr sowieso hier sehen könnt auf diesem Video. Aber über den habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ist sehr angenehm im Auftrag. Ich habe ihn schon einmal aufgetragen. Allerdings habe ich nicht gedacht, dass er so extrem rot ist. So knallig von der Farbe her, dass ich ihn dann gleich wieder abgemacht habe. Also wie die Haltbarkeit, das kann ich euch wirklich nicht verraten. Keine Ahnung. So. So. Dann haben wir von Menard Bonest ein Toner Lotion. Sieht man gar nicht, so wie es aussieht. Das ist halt ein Gesichtswasser, ich packe es gleich mal aus. Ist ein sehr schönes Fläschchen auch, finde ich. Sieht richtig toll aus. Das kostet umgerechnet, also das Originalprodukt. Mit 160 ml kostet 56 Euro.
Hier sind 30 Milliliter drin. Also meine Mutter und ich, wir haben das so ungefähr wischiwaschi-mäßig umgerechnet. Das kostet so 10 Euro, keine Ahnung. 10, 11 Euro, sowas rum. Das war jetzt ein bisschen einfach umgerechnet für uns. Hat nicht irgendein Taschenrechner gemacht. Aber ja. Finde ich auf jeden Fall toll. Ist wieder so ein Produkt, das ich mir wahrscheinlich niemals kaufen würde, weil es einfach so teuer ist im Original. Aber ich freue mich, dass ich es in der Glossybox habe und es deswegen probieren kann. Dann war noch drin. Von Sexy Hair. Der Big Sexy Hair. Big Sexy Hair Big Volume Shampoo. Okay. Color Safe Volume Shampoo, genau, ja. Gut, das passt. Ich habe gefärbte Haare. Es ist allerdings schon wieder nötig, sie wieder mal nachzufärben. Und im Moment probiere ich gern solche Color Shampoos aus. Und was ich auch richtig toll fand, die soll angeblich ein Originalprodukt sein. Hat mich sehr gewundert, kostet 5,95. Finde ich eigentlich schon ganz schön teuer für 50 Milliliter Shampoo. Aber ja, ich probiere es sehr gerne aus und freue mich schon drauf. Und zu guter Letzt, das größte und aber auch das günstigste Produkt ist von Neutrogena. Die norwegische Formel. Body Balsam mit Nordic Berry. Ich habe mich schon mal bei Facebook, auf Facebook für so einen Produkttest von dieser Creme hier beworben. Habe natürlich nicht gewonnen, das war mir ja fast klar, aber man kann es ja auch versuchen. Ja, habe es eben nicht bekommen. Und freue mich deswegen schon sehr, dass sie jetzt in der Glossybox war. Denn selbst gekauft hätte ich sie mir jetzt auch nicht unbedingt, weil ich nicht so der Eincremer bin. Leider bin ich ein bisschen faul, was es angeht, aber ja, in letzter Zeit zwinge ich mich ein bisschen dazu, weil ich einfach auch so viele Produkte habe, die schon ein bisschen älter sind, die echt mal weg müssen. Und ich finde es eigentlich auch schade, wenn ich sie wegschmeißen muss, nur weil ich sie nie benutze. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, diese Creme hier auszuprobieren. Der Glossybox schreibt dazu, die optimale Pflege für ein rundum versorgtes Körpergefühl. Nordic Berry und Vitamin E verbunden in einem Body Balsam. Das Feuchtigkeitsniveau ihrer Haut wird um ein Dreifaches erhöht und die Epidermis erneut gestärkt. Oh mein Gott, Entschuldigung für mein schlechtes Video und für meine noch schlimmere. Ja, egal. Ist ein Originalprodukt jedenfalls mit 500 Millilitern, kostet 3,49. So. Also, ich muss sagen, über diese Glossybox habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich habe mich über diesen Jelly Pong Pong gefreut, über dieses ziemlich teure Gesichtswasser, wobei ich ja weiß, dass es noch teurere gibt. Eigentlich fand ich alles toll. Ich freue mich, diese Augenpads auszuprobieren und auch dieses Geschenk finde ich super. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Glossybox. Ich habe mir jetzt auch diese Hochzeitsbox, die es jetzt gibt. Dafür war übrigens auch noch Werbung hier drin. Die habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Ups, Entschuldigung. Ich bin so schwach. Ja, das ist die Glossybox Hochzeitsedition. Also sollen angeblich Produkte im Wert von 100 Euro drin sein. Die kostet 20 Euro oder 25, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich habe sie jedenfalls bestellt, sie kommt aber erst im Juni, also jetzt dann bald mal irgendwann. Das heißt bald, ich glaube, die wird erst am 16. oder so irgendwas abgeschickt. Ja, ist auch egal, ich freue mich jedenfalls drauf und ich finde es auch gut, wenn man mal nicht weiß, wann das immer alles gleich kommt. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich. Ich hoffe, mein Video hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn ich mich total verplappert habe und so. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich das überhaupt irgendwie ins Internet reinkriege. Ohne Probleme. Und ja, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag. Und ich stücke euch bringe noch viele, viele neue Videos. Ich freue mich über einen Daumen hoch oder einen Hof, genau hoch. Oder natürlich ganz besonders über einen. Wenn ihr mich abonniert. Die Kamera, wie gesagt, ist jetzt nicht die tollste, ist nur meine Webcam vom Laptop und ja, ich habe jetzt nächsten Monat habe ich Geburtstag und dann hoffe ich doch, dass mein Mann mir eine ordentliche Kamera schenkt. Und ja, dann werde ich mich euch auch mal zeigen, hoffe ich doch. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Bis bald. Ciao.